Schon lange ist es her, dass es mal ein neues Video zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern von mir gegeben hat. Und dass in der Zwischenzeit nichts Neues zu Mecklenburg-Vorpommern erschienen ist, das liegt nicht daran, dass ich keine Lust hatte, mal was zu Mecklenburg-Vorpommern zu machen. Im Gegenteil, ich wollte eigentlich schon seit einiger Zeit mal wieder was zu Mecklenburg-Vorpommern gemacht haben. Das Problem bzw. der Grund, dass nichts erschienen ist, ist einfach, dass Umfrageergebnisse aus Mecklenburg-Vorpommern sehr, sehr selten sind. Wenn wir mal ganz kurz dabei ausklammern, dann kann ich euch nur Forsa vom 21. Januar anbieten, was aus diesem Jahr stammt. Und ja, der 21. Januar, der liegt ja jetzt schon einige Zeit in der Vergangenheit und politisch ist sehr viel passiert. Insofern bietet sich absolut nicht an, dieses Ergebnis von Forsa als Grundlage für ein Video zu nehmen. Und ich habe dann also gewartet und gewartet und es kam bis zum 9. Mai eben nichts rein, zumindest nichts Neues. Und so habe ich mich dann dazu entschlossen, bei Silvey tagesaktuell am vergangenen Sonntag um 16.08 Uhr Werte zu entnehmen und daraus eben dieses Video hier zu machen. Und womöglich wird bis zum Erscheinen dieses Videos auch nichts Neues reingekommen sein zu Mecklenburg-Vorpommern. Na gut, wie dem auch sei, nehmen wir die Werte von Silvey und schauen uns mal alles Wichtige an. Die SPD liegt bei Silvey vorne mit 24,4%. Und apropos Sozialdemokraten, die SPD stellt mit Manuela Schwesig auch aktuell die amtierende Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Die SPD regiert zurzeit mit der CDU und ihr seht es ja, ich habe es ja eben gesagt, 24,4% sind es aktuell für die SPD. Das ist ein Wert, der doch deutlich unterhalb des Ergebnisses von der letzten Landtagswahl vom 4. September 2016 liegt. Da hatte die SPD noch 30,6% erhalten. Also, die SPD muss mit Verlusten rechnen. Aktuell kann sie aber den ersten Rang retten. Das sei ja im Laufe der Legislaturperiode, ihr seht es ja hier, die Ergebnisse von 2020 sagen das und zeigen das ja. Das sah zwischendrin auch mal anders aus, nämlich dass die SPD womöglich diesen ersten Rang auch verlieren könnte. Das hat sich gewandelt. Allerdings, wenn wir mal das Ergebnis von Forsa nehmen und das jetzt mit Silvey vergleichen, dann sehen wir, offensichtlich hat die SPD von der schwächelnden CDU nicht profitiert. Gut, man müsste eigentlich wissen, wie sah es bei Silvey vor dem Beginn der Krise in der CDU aus, aber offensichtlich hat die SPD nicht wirklich profitieren können von der schwächelnden CDU. Und ja, so liegt ihr Wert also deutlich unterhalb der 30,6% von der letzten Wahl. So, gehen wir weiter zum Koalitionspartner, zum aktuellen Koalitionspartner. CDU, die kommt hier bei Silvey auf den zweiten Rang mit 20,6%. Damit liegt sie etwas über dem Ergebnis von 2016. Aber wenn man sieht, was für Werte die CDU zum Beispiel bei Infratest DIMAP letztes Jahr noch hatte, 29 und dann im November 27%, dann scheint ja vor allen Dingen auch diese Krise der CDU hier auch bei den Silvey-Werten zugeschlagen zu haben. Wie gesagt, es fehlt eigentlich ein Vergleichsergebnis von Silvey aus zum Beispiel im letzten Jahr, um das wirklich aussagekräftig unterstreichen zu können. Aber es ist, glaube ich, ganz offensichtlich, dass die CDU auch hier in Mecklenburg-Vorpommern die Folgen ihrer Krise spürt und ja mit 20,6% eben nicht mehr vor der SPD liegt, sondern hinter der SPD ist. Mit diesen 20,6% ist sie zwar noch in gewisser Weise in Schlagdistanz zur SPD, die nicht ganz so weit weg ist, aber es spricht ja eben momentan nicht so viel dafür, dass die CDU am Ende wirklich Chancen hat bzw. haben wird, vor der SPD zu landen. Insofern, ja, muss die CDU eher schauen, dass sie die 20% vielleicht halten kann. Das könnte auch nochmal kritisch werden. Nichtsdestotrotz, für die CDU bedeutet das aktuell eine leichte Verbesserung und der Sprung zurück auf den zweiten Rang, nachdem man bei der letzten Landtagswahl auf den dritten Rang gelandet ist. Denn die AfD hatte damals den zweiten Rang geholt. Wo wir schon mal bei der AfD sind, gehen wir mal zu ihr über. Mit 15,2% liegt die AfD aktuell zum einen deutlich unterhalb des Ergebnisses von 2016. Da waren es noch 20,8% beim Wahlergebnis. Ja, und zum anderen liegt man aktuell in Mecklenburg-Vorpommern nur noch auf dem vierten Rang. Die Grünen sind nämlich auch vorbeigezogen an der AfD. Allerdings haben die Grünen einen minimalen Vorsprung auf die AfD. Also der Kampf um den dritten Rang, der ist tatsächlich offen. Aber nach den Werten von Silvey muss sich die AfD aktuell mit dem vierten Rang begnügen. Wir sehen auch, im Vergleich zum Forsa-Ergebnis sind das nicht so viele Zugewinne in dem Sinne. Das heißt, die AfD scheint auch nicht so richtig profitieren zu können von der Krise der CDU. Die Grünen dagegen, die haben hier ganz offensichtlich deutlich zugelegt. Sie kommen auf 16,1%, sie kommen auf den dritten Rang. Sie ziehen damit nicht nur in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern wieder rein. Man hatte ja 2016 die 5%-Hürde knapp nicht geschafft. Man kommt sogar sehr deutlich in eben diesen Landtag rein mit einem klar zweistelligen Ergebnis, so wie es jetzt aussieht. 16,1% zeigen, die Grünen befinden sich auch in Ostdeutschland, auch in Mecklenburg-Vorpommern im Aufwind. Und wir werden uns später mal anschauen, ob die SPD vielleicht sogar mit den Grünen eine Koalition eingehen kann. Also dazu später dann mehr.
Die Linke, die kommt auf den fünften Rang mit 11,2%. Das sind 2 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Landtagswahl. Also ein bisschen was an Verluste könnte es geben. Das spricht auch so ein bisschen aktuell für den Trend, dass die Linke eher etwas geschwächter ist als noch vor einiger Zeit. Also da stand sie besser da und der Auftrieb der Grünen auch ein bisschen zu Lasten der Linken geht. Ja, 11,2% sind es bei Silver, bei Forsa sah das Ganze noch nach Zugewinnen aus im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Ja, und dann haben wir hier noch die FDP, die über 5% liegt. Sie würde als sechste Partei in den Landtag in Schwerin einziehen und sie würde die 3% aus 2016 überbieten, klar überbieten mit aktuell 6,3%. Und die FDP, das habt ihr ja sicherlich bei dem einen oder anderen Video von mir schon gesehen oder vielleicht auch sonst so gehört, hat ja im Zuge der Krise der CDU deutlich profitiert. Und so sieht es eben auch hier in Mecklenburg-Vorpommern aus, denn im Januar lag sie bei Forsa noch bei 3% und da sah es danach aus, als würden die Liberalen nach wie vor nicht in den Landtag einziehen. Ja, und die sonstigen kommen insgesamt auf 6,2%, weniger als noch vor 5 Jahren. Ich weiß nicht, wie stark da einzelne Parteien sind bei den sonstigen. Das wird bei Silvain nicht angegeben, wird auch nicht erhoben. Und insofern kann ich nicht sagen, ob da irgendeine Partei vielleicht Chancen hat auf 5% oder mehr. Ja, wenn wir das Ergebnis von Silver nehmen und das mal mit dem Ergebnis von 2016 vergleichen, dann sehen wir bei den Gewinnern, wie so oft die Grünen plus 11,3 Prozentpunkte an Gewinnen können wir aktuell verzeichnen. Also das größte Plus gehört auch hier wieder den Grünen. Und auch die FDP liegt klar im positiven Bereich, nicht so stark wie die Grünen freilich, aber mit 3,3 Prozentpunkten ist das ein deutliches Plus auch für die Liberalen. Auch noch im Plus liegt die CDU mit 1,6 Prozentpunkten, aber ihr habt es ja gesehen, 2020 hatte die CDU noch deutlich bessere Werte. Da war der Balken natürlich auch deutlich größer hier im positiven Bereich für die CDU. Immerhin ist es hier mal was Positives für die CDU, aber das sah vor einiger Zeit noch viel besser für die CDU aus. Im negativen Bereich haben wir zum einen die Linke mit minus 2 Prozentpunkten, also schon ein spürbares Minus. Die sonstigen verlieren 2,4 Prozentpunkte. Die AfD mit minus 5,6 Prozentpunkten ist einer der beiden ganz großen Verliererinnen. Die andere Verliererin ist die SPD mit minus 6,2 Prozentpunkten. Also SPD und AfD steuern auf ein klar schlechteres Wahlergebnis als vor 5 Jahren zu. Gehen wir zur Sitzverteilungsprognose weiter. Insgesamt gibt es regulär 71 Sitze im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Wenn wir das Ergebnis von Silvey nehmen und es auf die Sitze ummünzen, dann kommt die Linke auf 8 Sitze, die SPD auf 18, die Grünen auf 12, die FDP auf 5, die CDU auf 16 und die AfD auf 12 Sitze. Und wenn wir jetzt auf Koalitionsoptionen schauen, setzen wir mal voraus, das Ergebnis von Silver wäre jetzt eben das Wahlergebnis, dann würde es eben für Zweierbündnisse nicht zur absoluten Mehrheit reichen. Der stärkste Zweierbündnis wäre das bestehend aus SPD und CDU und das käme auf 34 Mandate und damit verfehlt man die absolute Mehrheit um 2 Sitze. Aber bis zur Wahl ist ja noch einiges an Zeit hin und es kann sich noch zugunsten dieses Zweierbündnisses verändern. Aber laut Silvey gibt es eben aktuell keine absolute Mehrheit für SPD und CDU. Das heißt, wir müssen auf Dreierbündnisse schauen und da sieht es für die SPD aktuell noch ziemlich gut aus. Man verliert ja zwar deutlich im Vergleich zu 2016, aber man liegt ja auch noch vorne. Und ihr seht ja, alle drei Koalitionsoptionen, die hier grün markiert sind, die beinhalten die SPD und somit könnte also die SPD die Ministerpräsidentschaft fortsetzen. Manuela Schwesig könnte also weiter als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern regieren. Die SPD hätte mit den Werten von Silvey 3 Optionen. Sie könnte mit den Linken und den Grünen zusammen ein rot-rot-grünes Bündnis bilden. 38 Mandate hat man dann, also 38 Sitze hat man dann. Das ist eine knappe absolute Mehrheit, aber aktuell reicht es eben zur absoluten Mehrheit. Bis zur Wahl, wie gesagt, ist ja noch Zeit hin. Es kann sich eben auch zu Ungunsten dieses Bündnisses entwickeln. Das muss man an dieser Stelle natürlich sagen und bedenken, aber aktuell wäre das eine Option. SPD, Grüne und CDU könnten zusammenarbeiten. Dann hätte man eine Kenia-Koalition, die über 46 Mandate verfügen würde, Stand jetzt. Und damit hätte man auch eine ganz klare absolute Mehrheit. Und meines Erachtens wird da auch nach der Wahl dieses Bündnis zumindest auch noch grün hinterlegt sein. Da müsste schon sehr viel zusammenkommen, dass es für diese drei Parteien nicht zur absoluten Mehrheit reichen wird bei der Wahl. Ja, und die SPD könnte aber auch noch eine Deutschlandkoalition mit FDP und CDU bilden. Das sind dann 39 Mandate. Das ist zwar auch eine durchaus knappe absolute Mehrheit. Also klar, man liegt schon noch deutlich über diese 36 Sitze, aber es kann ja auch noch viel passieren. Aber dadurch, dass die FDP doch von der CDU profitiert,
ist es so, dass zumindest hier schon ein bisschen was passieren müsste, dass das wirklich nicht möglich wäre. Ja, also die SPD hat womöglich nach der nächsten Wahl mehrere Optionen und kann es sich dann aussuchen. Vielleicht reicht es auch für die Ampelkoalition. SPD, Grüne und FDP haben ja hier 35 Sitze. Damit liegt man ja gerade mal einen Sitz unterhalb der absoluten Mehrheit. Für die CDU sieht es dagegen mau aus. Sie könnte halt in einem Jamaika-Bündnis die Ministerpräsidentschaft übernehmen. Dieses Bündnis kommt auf 33 Mandate und es muss ja auch die Frage beantwortet werden, ob die Grünen überhaupt so ein Bündnis eingehen würden. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern sich positionieren gegenüber FDP und CDU, also ob das überhaupt realistisch ist, aber ich würde mal eher sagen, ich glaube, es gibt andere Optionen, die für die Grünen eher ansprechend sind in Mecklenburg-Vorpommern. Aber ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da mich irren sollte. Einen zweiten Fall will ich ganz kurz noch betrachten. Was wäre, wenn die FDP es doch nicht in den Landtag schaffen würde? Dann würde es für SPD und Grüne doch reichen aktuell. Das wäre dann eine knappe absolute Mehrheit. Die SPD könnte aber auch die CDU durch Linke und Grüne ersetzen. Dann kommt man hier auf eine sogar noch stärkere absolute Mehrheit. Die Kenia-Koalition wäre in diesem Fall nicht nötig einzugehen. Allerdings sollten SPD und CDU dann doch nicht über die absolute Mehrheit verfügen. Dann hat aber die Kenia-Koalition doch, so wie es aussieht, ganz klar eine absolute Mehrheit. Also das wäre dann quasi die Notfalloption, wenn es für dieses Zweierbündnis nicht reichen würde und man unbedingt mit der CDU auch koalieren möchte von SPD-Seite aus. Ein rot-grünes Bündnis wäre aber hier auch noch ein Stück entfernt von der absoluten Mehrheit, also eher nicht realistisch. Aber apropos unrealistisch, der Fall eben ohne FDP im Landtag ist der unrealistischere Fall oder zumindest ist aktuell unrealistisch als Fall. Und demzufolge seht ihr hier das, wovon wir aktuell ausgehen sollten. Und dazu habe ich jetzt einiges gesagt, sodass ich also abschließend einen Punkt setze.